Diagnose Lipödem, Maren Wolf gibt beunruhigendes Update. Maren Wolf, 29, kämpft sich durch die nächste schlimme Diagnose. Erst vor wenigen Wochen hatte die Influencerin ihren Fans eine unangenehme Neuigkeit überbringen müssen. Die Kölnerin ist an Morbus Bechterew erkrankt, einer Form von Rheuma. Auch psychisch ging es der YouTuberin zuletzt nicht gut. Als wäre all das nicht schon hart genug für die Beauty, folgt nun der nächste Tiefschlag. Bei Maren wurde ein Lipödem diagnostiziert. Das teilte die Mutter eines Sohnes ihrer Community via Instagram mit: Tja, als wäre es nicht genug mit dem Rheuma, habe ich jetzt noch die Diagnose Lipödem Grad 1 bekommen. Die 29-Jährige erklärte zu einem Foto, das sie offenbar weinend zeigt, weiter: Auch ihre Depressionen würden ihr derzeit das Leben wieder schwer machen. 2021 ist echt mein Jahr. Doch was bedeutet Marens Diagnose eigentlich? Unter Lipödem versteht man im Allgemeinen eine Fettverteilungsstörung, die sich sehr schmerzhaft auswirken kann. Zahlreiche Promi-Frauen, darunter Jennifer Frankhauser, 28, und Saskia Azeroth, 29, sprachen bereits offen über ihre Erfahrungen mit der Krankheit und die Auswirkungen auf ihren Alltag.